Ja, hallo, herzlich willkommen. Heute kommen wir zu unserer Auflösung, zu diesem Verschenkung. Klar, es haben sich mehrere gemeldet. 16 Mann, wie ich so gezählt habe, da waren noch 4 Sachen, die ich verschenken möchte. Also muss halt das Los entscheiden. Und ich werde jetzt ganz einfach mir als Schnipsel basteln, da Zahlen von 1 bis 16 reinschreiben und dann werden die dann gezogen. Zwar folgendermaßen habe ich gedacht, das ist die erste Verlosung, zweiter Zug, dritter Zug und das ist der 4. Zug. Viel Spaß, bleibt dran. Also habe ich die Nummern aufgeschrieben. Brauche ich nicht immer die einzelnen Namen dann drauf zu schreiben, es ist halt viel, viel einfacher und viel schneller. Und schneide dann hier die Schnipsel. Schnipp, schnapp, ist er ab. Und pack die dann in die Schachtel rein und werde dann die verlaufende Kamera hier ziehen. So. Falte die dann zusammen hier. Schon nicht wirklich hier irgendwie nachgucken kann. Ich sehe, dass wirklich alles hier gerecht zugeht. So, und weiter geht's hier. Schön klein machen. Ich habe ein kurzzeitiges Gedächtnis, ich merke mir einfach, wie groß, wo die drin sind, das merke ich mir einfach nicht. So, das letzte Los wird reingeschmissen, die Nummer 16. Dann wünsche ich euch allen hier viel Glück. Wie gesagt, haben nicht viele mitgemacht. In der letzten Verlosung hatten 30 Mann mitgemacht. Da war das eher schwierig. Und jetzt wird es spannend. Bleibt dran. So, wir fangen mit diesem Gerät an, diesem Mini-RCK von Revell Control. Schon einem Ryuma vorgestellt. Und das gewinnt jetzt die Nummer. Die Nummer 9. Nummer 9. Und da möchte ich den Namen noch vorlesen. Nummer 9. Squareful hat gewonnen, dieses Gerät hier. Ich kriege jetzt mehr geschickt. Nummer 9, das ist schon mal weg. Ein Time ist wertvoll, keine Ahnung. So, das zweite los. Die Nummer 3. Nummer 3, da geht das raus, dieser fliegende Ball, sehr lustig. Und da haben wir hier den RC Fun Action. So, ich schreibe jetzt schon den Leuten eine Mail ran. Können sich schon mal seelisch und moralisch darauf vorbereiten. Das ist die Nummer 3. Ich aufpassen hier. Wie gesagt, wenn nur noch keinen sagt, ich habe keinen Bock drauf, dann geht das los wieder zurück. Und ich ziehe halt 9 und dementsprechend vielleicht jemand anders zu schauen. So, jetzt kommt dieser Hubschrauber dran. Dieser Hubschrauber gewinnt die Nummer 8. Nummer 8. Gucke ich nach. Nummer 8. 7, 8. Mr. Free Creation gewinnt diesen Hubschrauber hier.
So, jetzt wird es ganz spannend. Jetzt floh sich auf die Drohne, da warte alle ganz scharf drauf. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ich habe alles durcheinander gemacht. Weil das gewinnt die Nummer 15. Die Nummer 15 gewinnt diese Drohne. Und das ist der Pilot Rotoloso Germany, gewinnt diese Drohne. So, die Gewinner habe ich jetzt schon angeschrieben. Ja, wie gesagt, die anderen, die leer ausgegangen sind, seid nicht traurig. Ich mache definitiv wieder eine Verlosung, aber erst, wie gesagt, 10.000 ist ja mein nächstes Ziel. Und mir dabei helfen, weiter zu empfehlen. Und ja, da seid ihr definitiv wieder dabei. Und habe wieder eine neue Chance, was zu gewinnen. Okay, bis dann. Vielen Dank nochmal für euch an allen, dass ihr mitgemacht habt. Da müsst ihr dann eure Adressen an powerstockknecht.de schicken und dann kommt das per Post dann zu euch. Dann wird das zugeschickt. Okay, bis dann. Ciao dann.